Liebe Zuhörer, liebe Zuseher, liebe Schwestern und Brüder, heute ist der 30. August und ich wünsche Ihnen zunächst einen schönen Sonntag. Schön, dass Sie da sind und wir wollen heute einen Blick werfen auf die alttestamentliche Lesung des Sonntages. Da heißt es aus dem Prophetenbuch Jeremia: Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Liebe Schwestern und Brüder, Gott möchte uns betören. Und wir sollen uns von ihm betören lassen. Es ist fast wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen zwei Menschen, die miteinander flirten. Ja? So möchte Gott uns zu sich hinziehen. Und wir sollen uns von ihm überwältigen lassen. Im positiven Sinne. So ist das mit Gott. Wenn man ihm den kleinen Finger reicht, nimmt er die ganze Hand und zieht uns zu sich, zieht uns aber ins ewige Leben, zieht uns in die Fülle des Lebens, zieht uns in diese Schönheit. Und der Prophet Jeremia, dem die Mühen des Alltags auch nicht erspart geblieben sind, bekennt das heute. Der Herr hat mich betört und ich habe mich betören lassen. Lassen wir uns in diesen Tagen mit allen Sinnen von Jesus betören. Durch die Schönheit der Natur, durch die Schönheit der Welt, durch die Schönheit der Menschen und durch die Schönheit, die uns in der Schöpfung entgegentritt. Mit diesem geistlichen Gedanken möchte ich auf eine Veranstaltung hinüberleiten, die auch uns einlädt, die Welt mit allen Sinnen wahrzunehmen. Am Samstag, den 12. September, wollen wir eine Wallfahrt des Pastoralverbundes von St. Peter Sieburg nach St. Kilian Letmathe machen. Wir folgen da einer uralten Wallfahrtstradition und folgen der Spur des Kreuzes, das in der Reformation von St. Peter Sieburg in Dortmund nach St. Kilian zu Letmathe gebracht wurde. Wir beginnen um 9 Uhr in St. Peter Sieburg zu Fuß. Man kann mit dem Fahrrad fahren. Hier von Philippus und Jakobus treffen wir uns um 12 Uhr unter der Leitung von Fritz Bucher. Oder man fährt mit dem Auto um 15.30 Uhr, treffen wir uns dort und feiern gemeinsam Eucharistie. Mit dieser Einladung möchte ich Ihnen einen schönen Sonntag wünschen und alles Gute.